Herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir gehen wieder in die Welt rein. Ich habe die Welt ein bisschen laufen lassen, damit die Werte ein bisschen hochticken. Natürlich sind jetzt ein paar neue Sachen dazugekommen. Wir schauen uns das einmal an, was gekommen ist. Da sind wir. Es ruckelt noch ein bisschen am Anfang. Hier haben wir einmal Eisen. Gut, die Schränke habe ich ein bisschen voll gemacht. Wir haben hier die aktuelle Stufe ist Regen. Es hat auch beim Farmen mal kurz geregnet und wir bekommen flüssiges Wasser. Ja gut, gibt es auch was anderes. Wir haben dazu bekommen einmal einen atmosphärischen Wassersammler. Wir haben einen Blumentopf dazu bekommen, in dem man Blumen sozusagen platzieren kann. Dann haben wir das Biodom, wo man auch Pflanzen anpflanzen kann, und wir haben ich meine, da war noch was weiteres aufgeploppt, da schaue ich mal kurz durch. Nee, das war soweit alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir können ja einmal ins Baumenü gehen, und zwar würde ich, ja, wir haben genau dieses Biolabor habe ich noch dazu bekommen, wozu auch immer das da ist. Das müsste man schauen. Das braucht 40 von diesen von der Energie. Energiemäßig haben wir 32. Okay, gut. Wir gehen mal raus. Diese Wassersammler habe ich dann schon aufgestellt, weil das Eis suchen und so, das hat mir so ein bisschen lange gedauert. Hier haben wir jetzt dann genügend Wasser mit den Zweien. Die müssen wir dann wahrscheinlich umstellen, damit es hier nicht allzu eng wird. Die sammeln also aus der Atmosphäre den Regen auf, und dann haben wir jetzt Wasser bis nach Rom. Gut, dann packen wir die Sachen rüber. Wir haben jetzt noch einmal Eisen übrig. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch mal Schränke, hätte ich jetzt fast gedacht. Dann nehmen wir uns hier nochmal, das waren glaube ich immer 3 pro Schrank, die wir brauchen. Dann setzen wir uns hier nochmal kurz 2 Schränke hin und können dann noch kurz umsortieren, weil ich weiß, dass die Eishöhle immer noch nicht offen war. Gut, wir haben 2 Schränke. Was stapelt sich denn hier massig übereinander? Silizium, Eis und Kobold ist in der normalen Menge. Aber hier könnten wir mal das Titan. Wir sortieren einmal. Genau, gut. Wir sortieren. Dann packen wir hier einmal das Titan rein. Dann haben wir beim Magnesium noch mehr Platz. Und haben wir sonst irgendwas? Hier ist nur Eisen. Hier ist auch nochmal Magnesium drin. Da habe ich den falschen Schrank erwischt. Dann machen wir das da rein. Da war sonst nichts. Magnesium, Eisen, Aluminium. Okay, dann hätten wir hier noch einen Gerümpelschrank. Hier haben wir unsere Sondersachen reingepackt. Unser Obst. Wie sieht's aus? Da haben wir einen Kürbis, einmal Bohne, einmal Ding. Dann haben wir was zu essen. Wir bräuchten aber... Hier haben wir jetzt genügend Wasser drin. Hier haben wir noch ein paar von den Samen, die wir umgesetzt haben. Das heißt, wir nehmen einmal Kürbis und einmal Ding mit. Wir trinken einmal und wir essen einmal. Dann sind wir hier aufgestellt. Das ist gut. In den Schränken, hier waren die Pflanzen drin. Hier waren die Iridiumstäbe drin. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich gesehen, dass wir haben auch eine T3-Heizung bekommen, eine große. Eine große Heizung. Die großen Heizungen brauchen 17 Energie und sie machen 28,5 Wärme. Jetzt schauen wir einmal, 28,5 Wärme, die machen 4,5. Das heißt, ich würde diese hier mal 2 Stück wegmachen. Dann gehen wir einmal, ja genau, das war jetzt, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Ich hoffe, ich komme hier wieder runter. Hahaha, weil ich habe mich jetzt ja hier ausgesperrt. Nee,
Ich komme hier nicht nach unten. Das heißt, ich müsste jetzt hier eine Tür einbauen, oder? Ja, jetzt haben wir hier eine Tür drin. Und jetzt müsste ich nach unten. Und müsste jetzt hier wieder diesen Aufzug einbauen. Muss ich den unbedingt da einbauen? Ich muss ja hier oben drüber, war das ja. Das ist natürlich schlecht, wenn ich jetzt hier die Heizung weggebaut habe. So können wir nach oben. Da muss man echt aufpassen. Gut, jetzt haben wir hier... Kann ich die Tür einfach so wieder wegbauen? Zerlegen, Tür und jetzt macht das wieder zu. Okay, gut. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht mit dem Zerlegewerkzeug rumrennen. Das ist ja echt schwierig. Wir brauchen einen Iridiumstab. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, dürfte das eigentlich... von den Materialien her reichen. Gut, ja, die passt hier rein. Super. Die macht jetzt wesentlich mehr. Die macht 28. Von denen waren es 2. Das wären 8,5. Dann machen wir hiermit sogar noch 20 mehr. Das ist gut. Daneben wäre jetzt sozusagen ja sozusagen noch einmal Platz für eine weitere Heizung. Sind wir wieder im Pumpenzeitalter im... Wir nehmen einmal den Stab rüber. Ich sortiere einmal kurz durch. Wir brauchen das Iridium selber, brauchen wir nicht. Aluminium, Eisen, Titan. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die zweite Heizung da daneben kriegen. Gut. Das heißt, wir haben das jetzt also verdoppelt. Gut, wir haben nicht das Abbau. Wir schauen jetzt mal auf den Energiewert. Der wird jetzt ja wahrscheinlich nach oben gegangen sein. 7,5. Wir bräuchten dringendst Uran. Uran, dass wir Heizungen. Die kleinste Heizung braucht einen Uranstab. Und wir brauchen Superlegierung. Okay, gut. Wir können natürlich umsteigen auf die Solarkollektoren. Dazu müsste man mal auf dem Dach schauen. Da wäre noch ein bisschen Platz. Das wären ja, glaube ich, pro wären das circa 20. Ich schau mal kurz, was haben wir? Eisen, Silizium, Magnesium, Kobalt und Aluminium. Kobalt. Das heißt, wir laufen einmal nach oben zu unserer... Die Wärme müsste jetzt ja dann auch steil nach oben gehen. Und bei 10.000 müsste ja dann unsere Heizung sozusagen diesen Vorbau da weggeschmolzen haben, damit wir an das Osmanium hinkommen. Und dann würde ich gerne in den einzelnen Höhlen, die wir schon fertig gebaut haben, prioritiv in dem grauen Bereich erstmal allgemein Aluminium und den Rest abzubauen und oben dann die Möglichkeit schaffen, dass wir dort oben das Osmanium abbauen, weil ich glaube, das brauchen wir dann in Hülle und Fülle. Defico, wir sortieren mal auf. Wir haben viermal Aluminium, Eisen. Ich meine auch, da war da Titan mit dabei. Nee, Aluminium, Silizium, Magnesium brauchen wir. Dann sammeln wir noch ein bisschen Magnesium ein. Ein bisschen Magnesium. Da ist auch nochmal Magnesium. Dann fehlt uns eigentlich nur aus der Kiste dann das Aluminium. Und dann könnten wir nochmal um circa 40 Energie aufsetzen. Weil die Bohrmaschinen, da ist jetzt die Frage, laufen die autark wie die Bohrer? Oder würdest du hier bitte den Berg hochlaufen? Oder wo ist da gerade dein Extrem? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hüpfen, 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 hüpfen. Weil die Wärme, die Außentemperatur, der Luftdruck und das alles müsste ja jetzt dann durch die Verfünffachung fast der Temperatur müsste ja richtig steil nach oben gehen. Wie wir sehen, das ist immer noch schmilzt bei 10 NK. Da müssten wir uns dann wirklich mal anschauen, was diese 10 NK auf dem Ding sind. Also, okay, mein Inventar ist voll. Huschen wir wieder nach Hause. Es kann sein, dass wir unterwegs uns
dann Sauerstoff vereinleiben müssen, dass wir hier nicht umkippen. Da müssen wir uns die Werte anschauen. Also Heizung haben wir nach oben, Luftdruck haben wir mit den T3-Bohrern schon nach oben gezogen. Was uns jetzt noch fehlt, wir haben Gras außenrum, was zusätzlichen Sauerstoff macht. Also es müssten ja eigentlich alle Werte, okay, jetzt ist er gering, wir machen das mal, wir sortieren einmal auf. Da ist die Homebase, gut, das läuft, der Reaktor läuft, da drüben habe ich einmal noch einen Grassprenger hingemacht. Hier wächst so ein bisschen Gras, dann wächst da drüben Gras, genau, Bohrer. Okay, dann huschen wir einmal rein, wir schauen einmal rein. Ist das die Wärme? Aber da sind ja 100... Wärme wären 100,04 NK. Da wären wir ja über diesen Wert schon drüber. Wir haben Luftdruck 400 und Biomasse haben wir 1,4 Kilogramm. Sauerstoff, der stockt so ein bisschen. Warum bewegt sich denn der Sauerstoff nicht? Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich was, was Sauerstoff produziert. Und in circa 54 oder 55 bräuchten wir, hätten wir dann das. Ah, okay. Wir schauen hier einmal rein. Sauerstoff, Wärme. 142,04 NK. Das heißt, die müsste da oben ja jetzt dann wirklich zügigst wegschmilzen. Den können wir nicht bauen, weil wir hier das Problem haben. Was düdüt? Achso, das bist du. Sauerstoff können wir hier nicht. Wir produzieren ja hier Sauerstoff. Wir produzieren hier Sauerstoff und draußen diese Sprenger. Jetzt wird es dunkel draußen. Aha. Ihr produziert ja auch Sauerstoff oder produziert ihr nur Biomasse Energie? Das leuchtet alles so ein bisschen sehr. Man dich da unten irgendwo lesen. Nee, das erkennt man ganz schlecht nur. Ihr müsstet doch eigentlich außer Biomasse, müsstet ihr doch auch Ding produzieren. Gramm, 100%, KW, Sauerstoff. Doch, sie produzieren Sauerstoff. Da sind ja insgesamt drei Stück hier in der Mache, die hier rumputzen, die uns das fertig machen. Okay, wir haben schlechtes Wetter und da, ich würde sagen, da kommen wir schon wieder Asteroiden runter. Also müsste der Sauerstoffwert ja eigentlich 1,3 ppb, der müsste ja eigentlich auch nach oben gehen. Was für eine Möglichkeit haben wir? Wir haben gesagt, wir holen uns das Aluminium aus der Kiste. Da haben wir jetzt zwei Stück und stellen uns oben erst nochmal Solarpaneele auf, dass wir die Möglichkeit haben, des besseren Energie. Wir drehen dich einmal im Kreis, drücken sie, um schneller zu drehen. Ah, okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass man das schneller machen kann. So, dann setze ich dich da hin. Und die zweite, die drehen wir auch rein. Euch kann ich ineinander lappen lassen. Das ist ja lustig, aber ich hoffe, ihr verdeckt euch das gegenseitig. Ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir mal kurz das Energieniveau checken. Checken. Energieniveau. Wir haben 46. Haben wir irgendetwas? Irgendetwas, was wir aus dem Baumenü... Das Labor können wir nicht bauen, weil wir das Osmanium fehlt. Wir könnten mit Liasamen und Superligierung könnten wir... Haben wir noch Liasamen hier drin? Nee, wir haben diese Samen nur. Das heißt, Liasamen würden wir finden... Glaube ich, oben im Wrack waren, glaube ich, noch diese Liasamen, die man ja nur für Gras und Biomasse benötigt. Aluminium haben wir keins mehr, was wir rüberladen können. Wir können einmal Eis rüberladen. Wir sortieren das einmal. Dann haben wir hier, den können wir auch nochmal sortieren.
Dann haben wir hier unser Titan und hier vorne haben wir die Gruschelkiste. Okay, das passt. Das heißt, wir brauchen hier noch zweimal, dass wir uns Sauerstoff herstellen können. Zweimal Sauerstoff. Dann gehen wir einmal an die Essenskiste. Wir trinken einmal was und wir essen einmal die Bohnen und sind voll und machen uns auf dem Weg hoch nochmal in das Wrack. Ich glaube, da hatten wir noch diese Pesto oder Pasta-Samen, die gab es da. Und die konnten wir dann sozusagen in dieses Biolabor umbauen. Das Biolabor braucht zwar auch wieder einen Haufen Energie, aber wir haben die Möglichkeit, dann Sauerstoff und ich glaube, das zählt das zur Biomasse oder ist Biomasse das, was sozusagen, oder wird das voneinander getrennt vom Sauerstoff? Weil da standen jetzt ja Kilo dran, wie viel Kilo Biomasse man jetzt produziert hat. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kommst du hier hoch, ohne dass du... Achso, du möchtest da hoch hüpfen, 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 hüpfen. Und uns fehlt, glaube ich, auch für diese Raketenschuhe... Ah, hier sind wir an der Höhle. Die müsste doch so langsam, müsste die schmilzt bei. Aber abbauen kann ich dich auch nicht. Du schmilzt bei 100 NK. Was habe ich da falsch gelesen? Wir gehen hier mal rein, schauen, dass wir hier noch die restlichen Samen. Machen wir einmal das Lichtlein an. Licht ist an. Hier drüben war, glaube ich, nichts mehr, wo wir durch konnten. War hier noch irgendwo was? Da Zerlegen von Schutt. Dazu brauchen wir Zerlegen technischer Schutt. T2-Dekonstruktion. Da hatten wir alles rausgeholt. Hier war nichts mehr. Hier lagen die Boxen rum. Dann haben wir hier den Schrott, können wir auch nur zerlegen, wenn wir da das bessere Werkzeug haben. Hier ist noch eine Kiste. Schauen wir mal rein. Die Kiste ist leer. Dann können wir dann auch, glaube ich, dann sagen, dass wir dieses Wrack vollständig zerlegt haben. Da ist nichts. Da steht nur Home dran von unserer Homebasis. Hier ist eine Tür. Da geht's durch. Hier ist auch eine Tür. Die ist nicht anwählbar. Dann haben wir hier noch eine Kiste, die man wegbauen kann. Und hier ist drin Eisen, Titan und ähnliches. Die können wir wegbauen. Die können wir wegbauen. Und hier ist Nachricht lesen. Das ist die Nachricht. Und dann sind wir hier durch. Das ist gut. Also hier oben waren keine Pesto-Samen mehr. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Habe ich hier oben irgendwas übersehen? Hier ging es auch noch rein, aber hier war auch nichts mehr. Da draußen tut es ja ganz schön. Das ist ja sehr interessant. Gut, dann wäre das sozusagen fertig hier, wenn man hier drum rumläuft. Glaube ich, war auch nichts mehr. Dann machen wir uns mal so langsam auf den Weg wieder zurück. Wir können ja nochmal an der Höhle vorbeilaufen. Hat sich hier etwas getan? Nein, es hat sich nichts getan. Da ist ein bisschen schade, dass das hier jetzt nichts gebracht hat. Die einzigste Variante wäre, wir suchen nochmal dort, wo das Solarfeld gewesen ist, beziehungsweise wo die ganzen umgefallenen Solaranlagen standen. Da standen ja auch noch Kisten rum. Da haben wir, glaube ich, auch einiges zurückgelassen. Dann hätten wir da natürlich die Möglichkeit, dann, ich sammle hier noch mal unterwegs ein bisschen was ein. Eis brauchen wir, glaube ich, nur für die Produktion von diesen Pflanztöpfen. Beziehungsweise wir haben ja genügend in der Umgebung. Du, achso, du hängst da dran. Okay. Ja, Eisen und Titan und sowas kann man ja eigentlich nicht genug haben. Wie viel Platz haben wir noch? Ja. Dann nehmen wir jetzt auf den Rückweg jetzt hier noch einmal, machen wir die Tasche voll. Dann produzieren wir ein neues
neuen Sauerstoff und laufen einmal in die andere Richtung, würde ich sagen. Ja, es ist jetzt wird es dann halt ein bisschen tricky, weil man jetzt die Werte halt wirklich nach oben pushen muss. Die müssen richtig weit nach oben. Gut, also wir haben die Wassersammler. Ist hier schon wieder Wasser drin? Das Ding produziert so wahnsinnig schnell. Da könnte man eigentlich fast eine Kiste daneben stellen. Aber ich glaube, Kisten hat man nur oder kann man nur auf Fundamente stellen. 1, 2, 3. Gut, da ist gut was drin. Dann haben wir hier Eisen auch ordentlich gesammelt. Dann haben wir hier Aluminium. Da brauchen wir unbedingt, deswegen wäre es gar nicht schlecht, wenn wir durchgehen. Was haben wir denn? Das ist dieser Unpin, ist es, genau. Dann haben wir hier Abbaugeschwindigkeit T3. Den Kompass haben wir uns gebaut. Der wird ja oben angezeigt. Ja. Dann, was uns ja eigentlich noch fehlt, ist dieser, wir haben ja diese Radarschüssel, haben wir ja noch, die wir noch nicht gebaut haben. Diese Kommunikationssatelliten, dazu brauchen wir ein Titan, ein Eisen und ein Aluminium. Ein Titan, ein Eisen und ein Aluminium, ein Aluminium. So, und jetzt würde ich gerne mal gucken, wo können wir dieses Ding denn hinstellen? Haben wir irgendwo ein Plätzchen, wo man die hinstellen kann? Oh, hier außen vielleicht. Wir gehen mal kurz drauf und bauen dieses Ding hier hin und du drehst dich, aber du drehst dich da wahrscheinlich rein, wenn ich dich hier auf die Kante setze. Ich hoffe, das sieht einigermaßen vernünftig auf. Wir klicken drauf. Was verbrauchst denn du an Energie? 15. Ah, du brauchst ja fast einen eigenen, vielleicht einen eigenen Solarständer. Wir schauen mal drauf. Wir haben 31. Haben wir noch übrig? Benachrichtigungen. Und jetzt müsste es ja eigentlich einen Satellitenbildschirm geben, oder? War das nicht so? Wir gehen mal runter. Wir haben Terraforming. Ja, Terraforming, das ist der hier. Was sagt er hier? Wahrscheinlich beim Abbauen. Terraforming haben wir. Wir haben Energie, wir haben Baupläne und wir haben den Fortschritt. Jetzt schauen wir mal rein. Wir haben Terraforming, Fortschritt, Baupläne, Monitor, Energieverbrauch und Benachrichtigung. Dafür brauchen wir einmal Eisen. Dann nehmen wir das noch mit und machen das in dieser Folge noch fertig. So, und wo packe ich dich jetzt hin? Du, muss ich euch jetzt hier mal kurz abbauen, damit ich hier euch alle drei hinkriege. So, wir brauchen einmal den, für den Baufortschritt. Ich packe ich so weit wie möglich nach außen, aber warum du die jetzt in die Knie gehst, verstehe ich nicht. So, ne, so. Hängst du da jetzt so? Ach, du hängst da jetzt so halb drin. Okay. Dann haben wir gesagt, einmal das Energieniveau. Okay. Ich kann nicht so stellen. Und dann hätten wir als letztes noch die Benachrichtigung. Ah, okay. Wenn ich da jetzt drauf schaue, da gibt es einmal Satellit und einmal. Okay. Nachricht von und Nachricht von. Ah, okay. Aber ich sehe kein Satellitenbild. Ah, draußen geht wieder die Party ab und während das hier alles schön rosa wird, würde ich sagen, sind wir fertig mit dieser Folge. Verabschiede mich bei euch. Danke für euer Interesse. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.